Einen wunderschönen guten Tag zum 8 Uhr Video und damit zum Savage Gear Adventskalender Türchen Nummer 4. Auch hier natürlich zum Start in die Woche. Bisher habe ich auch in den Kommentaren gelesen, positiv überrascht von dem Kalender. Nicht, dass man natürlich davon ausgehen muss, dass jeder Kalender, der auch vielleicht das erste Mal auf dem Markt ist, äh, schlecht ist. Aber trotzdem äh, war der Start hier mit den ersten drei Türchen sehr schön gewesen habe ich auch in den Kommentaren so vernommen und deswegen schauen wir mal, ob wir das heute ein bisschen entwerten können. Das ist auf jeden Fall ziemlich leicht. Das will ich schon mal dazu sagen mit Tüchchen Nummer 4 bei Savage Gear und da haben wir, was haben wir hier? Nein, wir entwerten hier gar nichts. Es geht nämlich weiter mit einem äh, Skirted Jig. Der Skirt Flirt Jig in diesem Fall. Eine interessante Farbe. Natürlich ist er Sinking. Er ist 6,5 cm. Er wiegt 5 Gramm und die Hakengröße ist hier 1. Also Skirted Jig angeln. Selbstverständlich was toll für Barsche. Können wir im Cover fischen, Ich sehe auch schon Weedguard. Ich würde mal sagen, die packen wir gleich mal aus. Äh, Farbe nennt sich hier ganz einfach Black Red. Also ganz geil. Ich gucke mal, ist noch was drin vielleicht. Nö, nichts drin. Das auf jeden Fall ganz genau. Also kleiner Weedguard hier mit dran. Weedguard ganz einfach nochmal zum Schützen vor dem Einsammeln von Laub und Gedöns, was halt so unterm Wasser rumschwimmt. Natürlich auch dafür da, wenn wir im Cover fischen. Das heißt, einfach unter Geäst und sowas, wo sich im Sommer natürlich der Zielfisch Barsch natürlich hier beim Skirted angeln in erster Linie gern versteckt. Da haben wir auf jeden Fall hier den Vorteil, dass, wenn der Köder natürlich hier an einem Ast rankommt, dass der natürlich abgeleitet wird und der Weedguard hier die Hakenspitze schützt. Das ist natürlich dann äh, vorteilhaft, indem wir möglichst selten unseren Köder verlieren. Ganz genau, der ist sicherlich nicht -aktiv. Nö, Sieht das nicht so aus? Aber ein schönes Türchen, sehr interessant. Ähm, Wenn wir mal schauen, ob wir dann dafür noch einen passenden Trailer irgendwie finden. Kann man auch ohne fischen. Äh, ansonsten noch mal ganz kurz erklärt. Gibt ja auch immer wieder neue. Ich habe es immer mal wieder jetzt gelesen auch in den Kommentaren, die was erklärt haben wollten. Vielleicht nicht unbedingt von mir, sondern von dem richtigen Angler. Aber äh, auch hier noch mal. Skirted Jig einfach, ein äh, Jigkopf, Jig im Rock, ne? Skirt ist ja der, der Rock äh, und man sieht es hier schon, wie schön der äh, eine breite, eine große Silhouette bildet unter Wasser, das sieht natürlich schön viel Aufmerksamkeit auf sich und das ist äh, das Ganze, was so ein Skirted Jig halt so besonders macht, ähm, einfach um viel Aufmerksamkeit au Kalt auf sich zu erregen. Ganz genau, also schönes Türchen hier, äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ich wünsche euch auch hier nochmal einen schönen Wochenstart und dann äh, sehen wir uns später, macht's gut, bis dann, euer